Das Sturmtief Soltan ist am Donnerstag und in der Nacht zum Freitag über weite Teile Deutschlands hinweggefegt. Die Feuerwehr musste wegen zahlreicher umgestürzter Bäume ausrücken. Besonders groß waren die Schäden in Verbindung mit einem Gewitter in einem Kölner Stadtteil. Ja, also hier ist plötzlich eine heftige Windböe durch die Straßen geschossen. Die Dächer, die sind regelrecht weggeflogen. Dachziegel sind auf die Straße gefallen, auf die Autos. Die Autos sind komplett kaputt, demoliert. Und es ist alles zertrümmert, es ist alles kaputt hier. Es ist die reinste Katastrophe. In Hamburg sorgte der starke Nordwestwind für eine schwere Sturmflut. Der Wasserstand der Elbe stieg in der Nacht zum Freitag 2,5 Meter höher als das mittlere Hochwasser. Ufernahe Bereiche des Fischmarktes und der Hafenstadt wurden überflutet. Da der Wind weiter anhält, ist auch am Freitagmittag mit einer weiteren Sturmflut zu rechnen, die sogar noch etwas höher ausfallen könnte. Auf dem Windradar ist zu sehen, wie sich das Sturmfeld im Laufe des Donnerstags auf ganz Deutschland ausgebreitet hatte.